Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video schauen wir uns auch mal ganz entspannt an, was ihr tun könnt, wenn euer FIFA 22 nicht mehr startet, beziehungsweise überhaupt nicht startet, wenn ihr es gerade neu runtergeladen habt. Da gibt es ein paar Wege, die ich euch gerne heute zeigen würde, also bleibt unbedingt dran. Bevor wir allerdings ins Video reingehen, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch, und zwar würde ich mich wirklich unfassbar über ein Like, Abo und Kommentar freuen. Euch kostet es nichts, mir macht es eine riesige Freude, und deswegen sollte man sich ja eher die Frage stellen, warum nicht, oder? Ja, also würde mich sehr freuen. Kuss geht raus dafür auf jeden Fall. Starten wir direkt ins Video rein. Zu Beginn unbedingt einmal erwähnt, dass ihr mal euren PC neu starten solltet und FIFA 22 im Administrator-Modus ausführt, das heißt einfach eure Desktop-Verknüpfung hernehmt, Rechtsklick drauf und dann Run as Administrator bzw. als Administrator ausführen, je nachdem, ob ihr es auf Deutsch oder Englisch habt, denke ich mal selbsterklärend. Genau, dann weiters, wenn das Ganze nicht funktioniert, gehen wir einmal in den Task Manager, das heißt wir gehen einfach in die Windows-Suche, geben Task Manager ein und gehen dann hier auf mehr Details und hier haben wir dann alle möglichen Prozesse, die derzeit auf unserem Computer ausgeführt werden und hier können wir auch gerne einmal auf Namen sortieren und dann runterscrollen zu den Prozessen, die mit F beginnen, beziehungsweise halt einfach alle Prozesse, die mit FIFA 22 zu tun haben, einmal zu schließen, auszuwählen und dann End Task zu drücken, beziehungsweise Task beenden zu drücken. Und dann können wir den Task Manager auch schon wieder schließen. Und wir suchen uns jetzt wieder die Desktop-Verknüpfung raus, klicken noch einmal Rechtsklick drauf und gehen dann hier mal diesmal auf Eigenschaften und dann hier in den Reiter Kompatibilität. Und hier haben wir jetzt mehrere Einstellungen zu tätigen. Zu Beginn kann ich euch nur ans Herz legen, dass ihr unbedingt einmal das Programm im Kompatibilitätsmodus ausführt. Das heißt, hier mal den Haken setzen und Windows 8, wie es standardmäßig schon ausgewählt ist, einmal anzuwählen. Und dann hier unten bei den Einstellungen auch noch die Vollbildoptimierungen zu deaktivieren und das ganze Programm standardmäßig als Administrator ausführen, macht definitiv auch Sinn. Genau, wir klicken auf Apply bzw. Übernehmen, klicken auf OK und wir sind schon fertig. Das war's, wir sollten FIFA 22 wieder ganz normal starten können. Wenn das so ist, lasst gerne ein Like da, wenn nicht, dann unbedingt einen Kommentar da lassen, dann werden wir das sicher eine Lösung finden, werde ich euch so schnell es geht antworten. Ansonsten war's das, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Video, ciao Leute, pfiat euch und baba.